Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und ich darf Ihnen ein kurzes Update zur aktuellen Situation geben. Das Thema Italien, Bankenrettungsfonds und notleidende Kredite findet momentan viel Gehör in den Schlagzeilen. Grund genug für uns, Ihnen einen kurzen Überblick darin zu geben, was wir für Symptome und was wir für Ursachen halten. Diese Grafik zeigt Ihnen den Anteil der notleidenden Kredite am Gesamtvolumen, dargestellt in Prozent. Sie sehen, dass dieser Wert nach der Finanzkrise massiv angestiegen ist. Wir waren bei rund 5 bis 6%. Aktuell die Daten hier mit 17% aller Kredite, die notleidend sein sollen. Und das ist natürlich doch eine relativ hohe Größenordnung. Und wenn Kredite notleidend sind, wenn hier also Probleme mit Zins und Tilgung stattfinden, dann haben diejenigen, die das Geld verliehen haben, konkret die Banken, natürlich ein Problem und dementsprechend diskutiert man darüber, wie man das Bankensystem stützen kann, wie man das alles im Rahmen der EU respektive des Euroraumes am besten handeln kann. Aber Sie sehen schon, das ist doch ein sehr spektakulärer Anstieg. Nichtsdestotrotz, das natürlich nur das Symptom einer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und dementsprechend sehen Sie hier eine Übersicht verschiedener volkswirtschaftlicher Kennzahlen zu Italien. Wir beginnen links oben, da sehen Sie das reale Bruttoinlandsprodukt in grün jeweils dargestellt, Italien, orange die Eurozone insgesamt und Sie sehen im Rahmen des Einbruchs der Hypotheken- und Finanzkrise hat man es in der EU oder in der Eurozone muss man ja korrekterweise geschafft, wieder auf realer Basis irgendwann das Niveau zu knacken, das man vor der Finanzkrise erreicht hatte. Wenn Sie leider den Trend in Italien sehen, dann stellen Sie fest, da sind wir noch weit davon entfernt. Diese Daten werden leider bestätigt durch die Arbeitslosenquote. Auch hier sehen Sie die Arbeitslosenquote in Italien noch etwas höher als im Durchschnitt der gesamten Eurozone. Auch die Jugendarbeitslosigkeit, da sehen Sie eine sehr hohe Differenz zwischen der Eurozone, wo wir sowieso schon einen sehr, sehr hohen Wert haben mit rund 20%. Da sehen Sie Italien irgendwo zwischen 35% und 40% und auch andere Daten, sei es das Haushaltsdefizit als Beispiel, das ist noch größer als im Durchschnitt der Eurozone und Sie wissen ja auch, die Eurozone glänzt jetzt nicht unbedingt mit wirtschaftlicher Prosperität, weil wenn wir hier nochmal Deutschland herausrechnen, dann wird das Bild nochmal deutlich schlechter. Aber was wir Ihnen vor allem auch zeigen möchten, dass diese notleidenden Kredite und die Themen, die momentan in den Medien diskutiert werden, die sind wirklich oder die haben ihre Ursache darin, dass wir zugrunde liegend strukturelle Probleme haben, ob es die Wettbewerbsfähigkeit ist, die dementsprechend dafür sorgt, dass nicht genügend Arbeitsplätze vorhanden sind. Und eine hohe Anzahl von Arbeitslosen hat natürlich wiederum Auswirkungen auf das Sozialversicherungssystem, respektive auf das Steueraufkommen. Und dementsprechend sind natürlich die Kreditgeber in einer Volkswirtschaft konkret natürlich hier die Banken mit Problemen behaftet. Aus unserer Perspektive wird es nicht reichen, wenn man einfach nur hier etwas unterstützt, sondern man wird über strukturelle Maßnahmen sprechen müssen, also sprich, wie man es schafft, die wirtschaftliche Aktivität in dem Land nachhaltig anzukurbeln, um zumindest auf das Durchschnittsniveau der Eurozone zu kommen. Von daher, das wird kein kurzfristiges Thema sein. Strukturelle Maßnahmen werden sehr lange dauern. Wahrscheinlich wird das auch wieder für eine große Verunsicherung innerhalb der Eurozone sorgen. Das heißt, eine Flucht in Staatsanleihen mit hervorragender Bonität, wie zum Beispiel deutschen Papieren. Ich glaube, aktuell die Rendite für 10-jährige deutsche Staatsanleihen minus 0,2%. Wir haben auch gesehen, dass Gold natürlich profitiert hat von der Verunsicherung, die ja noch durch den Brexit zusätzlich an Bewandtnis hat und von daher leider Gottes dieses Thema Eurozone und auch Krise und Umgang mit den Krisen und die verschiedenen Interventionsmechanismen, die werden uns noch weiterhin begleiten. Das war's an dieser Stelle. Anregungen, Feedback wie immer gerne per E-Mail oder Telefon. Ich darf Ihnen einen schönen Tag wünschen. Machen Sie es gut. Bis bald. Auf Wiedersehen. Ihr Christoph Leichtweiß.